Wir kommen zu einem interessanten Thema bzw. Themenbereich, der Einziehung. Genau, das gehört auch zu den Sanktionen im weiteren Sinne, weil das im Strafgesetzbuch eine besondere Maßnahme darstellt. Und zwar nicht eine therapeutische Maßnahme, sondern eine andere Maßnahme. Und warum reden wir überhaupt über die Einziehung? Weil das, ich habe die Statistiken jetzt nicht angeschaut, aber aus Erfahrung kann ich Ihnen sagen, das ist die meist angeordnete Maßnahme des Strafgesetzbuches. Praktisch in jedem Strafverfahren werden Sie es mit der Einziehung zu tun haben. Leider. Wir werden kurz miteinander besprechen, was Einziehung überhaupt ist und insbesondere, wie die Einziehung sich von der Beschlagnahme unterscheidet und wie beide irgendwie zusammenhängen. Dann werden wir die verschiedenen Einziehungsformen besprechen. Es gibt im Strafgesetzbuch verschiedene Einziehungsformen. Die Logik dahinter ist auch manchmal eine ganz andere. Und es ist auch nicht immer einfach zu wissen, welche Form jetzt Anwendung finden soll. Wenn ich hier Stichwörter sagen soll, ist es nicht immer einfach zu sagen, ob jetzt eine Einziehung zum Tragen kommen sollte oder eine Ersatzforderung und was genau der Unterschied ist. Vielleicht zum Begriff, also zum Einstieg. Die Einziehung ist mehr oder weniger also eine Maßnahme des Strafgesetzbuches, die in den Artikeln 69 fortfolgende StGB geregelt wird. Und die verfolgt mehr oder weniger zwei Ziele. Einige Einziehungen verfolgen sehr deutlich ein Sicherheitsziel, also das sind klassische Maßnahmen. Wir wollen verhindern, dass zukünftige Straftaten verübt werden. Und wie machen wir das? Zum Beispiel, indem wir einen gefährlichen Gegenstand wegnehmen. Wenn ich die Pistole wegnehme, verhindere ich klassisch oder grundsätzlich, dass die Pistole eingesetzt wird, um jemanden zu töten. Eigentlich nicht, weil die Person wird einfach eine andere Pistole kaufen und die Straftat trotzdem begehen. Genau, aber es wird schwieriger. Ja, es geht, oder? Also wir müssen ja fairerweise sagen, das ist vielleicht der Grundgedanke, aber also bei den Autos sieht man relativ gut, man nimmt das Auto weg, dann nimmt der Täter ein anderes. Also so richtig schwierig ist das nicht. Jetzt, eine spezifische Schusswaffe zum Beispiel vielleicht, aber ich habe auch Messer. Also die Ausrichtung quasi dieser staatlichen Reaktion ist häufig, wenn wir ehrlich sind, eine, die man relativ leicht erkennen kann, nicht so leicht zu realisieren ist. Klar, nein, also das. Aber das hilft ein bisschen, um die Regelung zu verstehen. Ja. Und die Sicherheit steht bei 69 StGB im Vordergrund und auch wahrscheinlich bei 72. Wir werden noch dazu kommen. Also bei der Sicherungseinziehung, wie der Name schon sagt, und bei der Einziehung im Kontext der kriminellen Organisation steht die Sicherheit im Vordergrund als Ziel. Ja. Wobei eben auch da eine kleine Anmerkung oder Einschränkung oder ein Exkurs, oder der beim Fahrausweisentzug zum Beispiel auch eine Maßnahme, wie es genannt wird, der Warnungsentzug und der Sicherungsentzug sind nicht so einfach nach dem Namen zu unterscheiden und sind auch sonst nicht so einfach. Also eben aus dem Namen heraus
Vielleicht ein kleiner Nachtrag noch, weil das nicht allen klar ist. Eine Maßnahme im Strafgesetzbuch unterscheidet sich von einer Strafe im Wesentlichen darin, dass sie keine Schuld voraussetzt. Also das ist, es ist nach dem Strafgesetzbuch und dem Bestimmtheitsgrundsatz aber sowohl für Strafen wie für Maßnahmen notwendig, dass ein Straftatbestand verwirklicht wurde. Das heißt, ich muss objektiv und subjektiv irgendeine Straftat verwirklicht haben. Es braucht nicht zwingend eben, sonst braucht es noch Rechtswidrigkeit und Schuld eben für die Strafe. Für die Maßnahme reicht das aus, aber ich brauche die Verwirklichung eines Straftatbestandes. Und wenn die Reaktion, die staatliche, quasi schuldunabhängig sein soll oder ist, dann sprechen wir eben nicht von Strafe, sondern von Maßnahme. Welche Ziele damit verfolgt werden, ist so, sagen wir mal, unterliegt der Diskussion. Es ist nicht immer einfach. Also vielleicht sollte man eher sagen, dass das die ursprüngliche Idee hinter der Maßnahme ist. Genau. Oder weil die Ziele, das ist immer so eine Geschichte, oder? Also über Ziele haben wir schon viel geredet, viel publiziert. Diese den Dingen inhärent seiende Zielausrichtung, diese Entelechie ist also mit großen Fragezeichen zu versehen. Oder grundsätzlich haben die Dinge oder die Menschen eben keine Ziele, sondern es findet irgendetwas statt. Was man dann damit macht, ist eine andere Geschichte. Darüber kann man natürlich reden, was wollen wir damit? Und dass es bei der Sicherungseinziehung relativ deutlich ist, dass man im Prinzip einfach etwas wegnehmen will, das man als gefährlich anschaut. Ich glaube, damit können dann wahrscheinlich viele leben. Aber eben, also einfach nur die eine oder andere Bemerkung jetzt vielleicht. Also das war das erste Ziel, wenn wir es so nennen wollen. Das andere Ziel, oder das, was man eher mit der Einziehung im Sinne von 70 StGB oder mit der Ersatzforderung bewirken möchte, ist nicht eine größere oder mehr Sicherheit, sondern man möchte da vermeiden, dass Verbrechen sich lohnt. Das ist wirklich der Grundgedanke, Verbrechen soll sich nicht lohnen. Wenn irgendjemand sich aus einem Verbrechen bereichert hat, dann muss man ihn bestrafen, weil er eine Straftat begangen hat, aber man wird ihm auch das nehmen, was er aus dieser Straftat erwirtschaftet hat, weil er soll sich nicht, also er soll nicht reicher werden aus einer Straftat. Das ist wirklich der Grundgedanke hinter 70 und 71. Was die Einziehung jetzt von der Beschlagnahme unterscheidet, die Einziehung ist definitiv. Also wenn ich etwas einziehe, wenn ich einen Gegenstand einziehe, dann gehen die Rechte des Inhabers unter. Und der Staat wird Eigentümer. Wenn es sich jetzt um ein Gewehr handelt, dann bin ich als Täter nicht mehr Eigentümer. Dann wird der Staat Eigentümer und es wird mir definitiv weggenommen. Ja. Die Beschlagnahme ist typischerweise keine Maßnahme des Strafgesetzbuches, sondern eine Maßnahme der Strafprozessordnung, des Strafprozessrechts. Die dient nur der Sicherung einer weiteren Maßnahme. Also ich werde zum Beispiel den Gewehr beschlagnahmen, damit ich ihn später einziehen kann. Genau. Oder ich werde einen Vermögenswert beschlagnahmen, damit er am Ende des Verfahrens noch da ist und ich ihn einziehen kann. Also im Prinzip ist die Beschlagnahme eine Art Einfrieren. Genau. Eine Freezing, würden die Engländer sagen. Also die haben ja teilweise diese Freezing Orders, wo man einfach sagt, stopp, bleibt es alles mal wie es ist und dann werden wir sehen. Und das ist natürlich schon, eben die Beschlagnahme und die Einziehung sind fundamental unterschiedlich. Eine Beschlagnahme, von der ich eben definitionsgemäß sage, ich halte mal an, damit einfach nichts sich weiterentwickelt, unterscheidet sich von einer Einziehung, wo ich eine Entscheidung treffe, die dann gilt, schon strukturell erheblich. Im Übrigen ist mir noch in den Sinn gekommen, mit der Einziehung nach 69
das unbrauchbar machen zum Beispiel, wenn es um die Sicherheit geht, ist natürlich eine Option. Das ist bei der Einziehung einfach eben gerade nicht die Option. Also ich meine, irgendein unbrauchbar machen irgendeines antiken Revolvers oder irgendeiner falschen Münze, kann ich ein Loch reinstanzen und fertig. Das ist natürlich, wo es um das es soll sich nicht lohnen geht, keine Option. Also jetzt, dass wir den Unterschied zwischen der Einziehung und der Beschlagnahme angesprochen haben, werden wir uns zu den verschiedenen Formen der Einziehung wenden. Und es gibt da hauptsächlich vier Formen. Es gibt die Sicherungseinziehung gemäß 69 StGB. Es gibt die Einziehung von Vermögenswerten gemäß 70 StGB. Die Ersatzforderung gemäß 71 StGB und schließlich die Einziehung von Vermögenswerten einer kriminellen Organisation gemäß 72 StGB. Und systematisch ist es vielleicht nicht so klar, weil wir haben vorhin gesagt, gewisse Maßnahmen oder gewisse Einziehungsformen wollen eher Sicherheit, mehr Sicherheit schaffen. Und die anderen wollen einfach sicherstellen, dass ein Verbrechen sich nicht lohnt. Und wenn wir die Einziehungsformen klassifizieren würden, würden Artikel 69 und Artikel 72 unter den Sicherungseinziehungsformen fallen und die Einziehung von Vermögenswerten 70 und die Ersatzforderung 71 zu den zweiten Einziehungsformen, nämlich zu den Einziehungsformen, die dem Motto Verbrechen soll sich nicht lohnen verwirklichen sollen. Vielleicht eine kleine Anmerkung, während du da weiter schaust. Verbrechen soll sich nicht lohnen oder darf sich nicht lohnen. Das ist natürlich auch so ein Satz, der so in der Art und Weise nicht stimmt. Verbrechen lohnt sich natürlich immer. Das kann man gar nicht verhindern, weil eine Regel nicht einzuhalten kann sich lohnen, kann Freude machen, also ein Großteil kriminologisch der Verbrechensbegehung lässt sich darauf zurückführen, dass das Brechen einer Regel einen Kick auslöst, also quasi ein Wohlfühlen. Bei jugendlichen Straftätern ist das relativ deutlich, wenn es nicht verboten wäre, würden sie es nicht tun. Das kann man nicht wieder wegnehmen. Oder Verbrechen soll sich nicht lohnen, meint in erster Linie materielle Aspekte. Ja, wirtschaftlich. Ja. Wirtschaftlich. Also wenn wir 69 ein bisschen vertiefen, diese Sicherungseinziehung. Es geht wirklich um Gefahrenabwehr. Gegenstand dieser Einziehungsform sind körperliche Gegenstände, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren, einer Straftat zu dienen oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind. Das ist immer der Konnex zu einer Straftat. Es ist eine klassische Maßnahme, sie setzt eine Straftat voraus. Und natürlich ist da die besondere Voraussetzung, dass dieser Gegenstand die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährdet. Das ist der Grund, warum man diesen Gegenstand einzieht. Was interessant ist, dass die Sittlichkeit auftaucht, obwohl wir die im Sexualstrafrecht eliminiert haben und durch die sexuelle Selbstbestimmung ersetzt haben. Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, Jahrtausends. Was Sittlichkeit sei, weiß nämlich niemand so richtig. Also das ist schon interessant, dass bei einem derart heftigen Eingriff die Sittlichkeit auftaucht. Ja, und also in diesem Zusammenhang, Sie haben auch im BT bestimmte Normen, die auch die Einziehung spezifisch vorsehen. Ja. Und das sind dann Spezialbestimmungen im Verhältnis zu 69. Aber ja, Hauptanwendungsfall ist, wenn Sie eine Bank berauben und Sie ein Gewehr dabei haben, dann wird diese Pistole zum Beispiel nach der Straftat im Rahmen des Strafverfahrens beschlagnahmt zuerst und später beim Entscheid, beim Urteil, eingezogen unter 69 StGB,
weil sie haben, das ist ein körperlicher Gegenstand, sie haben eine Straftat damit begangen und dieser Gegenstand ist für die Sicherheit von Menschen gefährlich. Also die Voraussetzung, es muss eine Anlasstat geben, also diese, es kann ein Verbrechen sein, es kann ein Vergehen sein, es kann aber auch eine bloße Übertretung sein. Der Versuch reicht, also die Straftat muss nicht vollendet sein und beendet sein. Und was interessant ist, ist, dass auch Sekundärtaten wie die Hehlerei zum Beispiel als Anlasstat gelten. Interessanter ist der Passus im Gesetz ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person. Und das ist, was wir vorhin angesprochen haben, die Straftat muss grundsätzlich tatbestandsmäßig gewesen sein und rechtswidrig, aber nicht schuldhaft. Nicht schuldhaft, genau. Also wenn die Person, wenn der Bankräuber plötzlich psychisch gestört war oder vorher und nicht bestraft werden kann für diesen Raub, dann kann diese Pistole trotzdem eingezogen werden. Die Anlasstat fehlt nicht im Sinne der Einziehung, weil es reicht, dass diese Handlung tatbestandsmäßig und rechtswidrig war. Das ist auch Ausfluss der Tatsache, dass die Maßnahme eine sachliche Maßnahme ist. Also es hat mit dem Täter und mit der Schuld des Täters nicht direkt etwas zu tun. Es ist halt eine Maßnahme und keine Strafe. Also typischerweise werden unter 69 sogenannte Tatinstrumente und Tatprodukte eingezogen, wenn sie zum Beispiel, ich weiß nicht, ein Drogendelikt begehen, indem sie irgendeine Droge herstellen, dann wird diese Droge natürlich eingezogen. Also natürlich. Ja, aber der Gedanke ist wirklich, diese Droge ist für die Menschen gefährlich und wir nehmen diese weg, damit die Gesundheit nicht, also weiterer Personen nicht gefährdet. Man sieht relativ gut die Schwierigkeit der Konstruktion darin, dass sogenannte Äußerungsdelikte, also vor allem eben natürlich die Pornografie und die Gewaltdarstellungen, dass die früher nicht zu einer Einziehung geführt hätten, weil das Einführen dieser Produkte und das Weiterverbreiten strafbar waren, was man sich aber grundsätzlich nicht das bloße Haben oder Konsumieren, das bloße Besitzen. Und, zwar, und insofern haben diese Produkte nicht per se quasi eine Strafbarkeit präsentiert, während nach jetzt dieser Ausweitung der Strafbarkeit in beiden Bereichen, Sex und Gewalt, dass bereits das Besitzen oder Konsumieren dieser Gegenstände strafbare Handlungen darstellen und insofern eben auch eine Gefahr für andere Leute darstellen, müssen sie zwingend eingezogen und wahrscheinlich vernichtet werden. Das hängt also sehr stark davon ab, wie das quasi diese ganze Sache konstruiert wird und ob man im Besitz bereits, sagen wir, von Gewalt, ob der Besitz bereits der Gewaltdarstellung als solcher kriminalisiert ist, penalisiert ist oder eben nicht. Ansonsten, früher war das mit den Beispielen eben Gegenstände, die per se gefährlich waren oder sind. Also vor allem Waffen waren das. Bei Gegenständen, bei denen eben ein legaler Gebrauch vorstellbar war, im Wesentlichen die Unbrauchbarmachung oder quasi die Beschränkung des illegalen Gebrauchs ausgereicht hat. Das ist natürlich eben eine Maßnahme, wie alle Maßnahmen müssen sie verhältnismäßig sein, also die schwächste Eingriffsintensität. Das ist natürlich eben weit, weit in der Zwischenzeit in der Vergangenheit. Also gerade was diese Äußerungsdelikte betrifft, wird praktisch alles eingezogen. Weil die bloße Existenz ist bedrohlich. Eben, man sieht es an dieser Sittlichkeit. Also das ist genau, also an der Voraussetzung der Gefahr für die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung, werden keine hohen Anforderungen gestellt. Genau. Also Gott sei Dank, weil nämlich niemand weiß, was die öffentliche Ordnung ist. Genau. Und auch, also niemand weiß auch, was in der Zukunft
passiert. Ja. Also da reicht gemäß Rechtsprechung eine Wahrscheinlichkeit der Gefährdung bei Nichteinziehung. Genau. Also ziemlich schnell da. Ja, also. Und wir sind froh, dass es eine Wahrscheinlichkeit braucht und nicht schon die Möglichkeit ausreicht. Also es gibt natürlich, das haben wir auch bereits erwähnt, besondere Einziehungsbestimmungen, zum Beispiel im SVG 90a für Fahrzeuge. Wenn Sie rasern mit einem Fahrzeug, dann wird es auch eingezogen, weil es gefährlich ist für Sie. Aber das ist nicht 69, das ist dieselbe Logik, es ist einfach eine andere Norm, eine besondere Bestimmung, aber die Logik ist wirklich dieselbe. Ja. Aber eben, bei der Einziehung des Fahrzeugs sieht man es relativ gut, verlogener wird es natürlich nicht, weil das ist eine Strafe. Überhaupt keine Frage, das ist nicht eine schuldunabhängige Maßnahme, sondern das ist eine Strafe, weil die Gefahr liegt natürlich im Auto selbst, und zwar mit oder ohne legalen Gebrauch. Also die Gefahr eines illegalen Gebrauchs ist im Auto selbst begründet, weil damit kann man einfach sehr schnell fahren, man kann damit Leute gefährden, was weiß ich. Deshalb braucht es Fahrausweise, es braucht Prüfungen, es braucht Versicherung, weil das ein gefährlicher Gegenstand ist. Weil er einfach verwendet wurde zu einer Straftat, zu sagen, jetzt für die Sicherheit, denke ich mir, welche Sicherheit? Also, die Sicherheit wird hergestellt dadurch, dass man diese gefährlichen Gegenstände nur unter bestimmten Auflagen überhaupt erwerben, fahren, was weiß ich darf. Also bei der Einziehung von Fahrzeugen sieht man relativ deutlich nach meinem Befürhalten, dass es eine Strafe ist. Es kann gar nichts anderes sein, weil der Täter selbst kann sich jedes problemlos ein Auto ausleihen. Also es ist überhaupt kein Problem für einen wirklich auch schwer bestraften Führerausweis, Lebzeitenentzug, was weiß ich, irgendein Fahrzeug zu nehmen. Also das verhindere ich nicht, indem ich ihm sein Auto wegnehme. Das wissen auch alle. Also insofern finde ich, das Auto ist ein sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, dass was man behauptet und das, was man macht, nicht deckungsgleich ist. Also die Folge, wenn ein Gegenstand nach 69 eingezogen wird, ist einfach, dass die Eigentumsrechte daran erlischen und dass der Staat dann Eigentümer wird. Meistens wird der Staat auch nicht Eigentümer bleiben, weil diese Gegenstände werden grundsätzlich vernichtet, also unbrauchbar gemacht oder vernichtet. Das wird auch in 69 Absatz 2, diese Möglichkeit wird auch dort festgehalten, aber das geschieht in den allermeisten Fällen. Also im Urteil selbst wird verfügt, dass dieser Gegenstand eingezogen wird und vernichtet.